Sag mal, Community, wie sieht dein Traumrollenspiel aus? Ja, so ein richtig offizielles Lieblingsrollenspiel oder wie sollte mein Rollenspiel aussehen, kann ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil ich immer finde, dass ein Rollenspiel ganz viel von seinen Spielern und dem Spielleiter liebt auf jeden Fall, gebärbockt, ja, lebt. Und von daher denke ich mal, ist es im Prinzip völlig Wurst, was ich mit meiner Gruppe spiele. Es ist immer lustig, es macht immer Spaß und von daher Dungeons & Dragons. Gute Frage. Definitiv viele magische und Fantasy-Aspekte. Vielleicht sogar Urban Fantasy oder ganz losgelöst von dieser Realität. Ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel ein Rollenspiel zu haben, wo man sowas wie Tiergeister spielt und sich durch eine magische Traumwelt prügeln muss, weil ich daran Spaß hätte. Weil es sehr bunt ist und sehr quietschig ist und man nicht unbedingt auf die Regeln der Physik und der Realität achten muss. Mein Traumrollenspiel. Einfache Regeln, am besten für Neulinge zu erklären innerhalb von 10 Minuten. Am besten auch mit vorgefertigten Charakteren oder aber der Bau von Charakteren dauert dann eben auch nur 20 Minuten. Am besten mit einem W100, weil die Wahrscheinlichkeiten für Einsteiger super einfach zu erklären sind und der Kampf darf nicht zu kompliziert sein. Auch auf Attacke und Parade würde ich wahrscheinlich verzichten. Schnell zu erklären, einfach für Einsteiger und... Ja, doch mit ein paar Hausregeln super zu modifizieren. Das Regelsystem von Cthulhu ist doch nah dran. Nicht perfekt, aber nah dran. Mein Traum-Rollenspiel. Also was mir am besten gefällt in der Rolle der Spielleitung, die ich meistens innehabe, ist, wenn die Spielenden untereinander spielen und ich gar nichts zu tun habe und eigentlich nur da sitzen kann und zuhören kann. Im Grunde so wie Kino oder ein Hörspiel, ohne dass ich irgendwie viel machen muss. Und vielleicht mal auf die eine oder andere Frage zu reagieren. Ich glaube, das ist mein Traumrollenspiel. Mein Traumrollenspiel, alle haben Bock. Es macht richtig Spaß. Wenn es online ist, muss die Technik funktionieren. Von Anfang an bis Ende, ohne dass man einmal drüber nachdenken muss. Ansonsten, ich weiß nicht, 30 Sekunden sind zu kurz. Ja, auf jeden Fall Leute, auf die ich Spaß habe. System ist zweitrangig, einfach eine geile Runde, wo man voll die Zeit vergisst. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. So, ja. Wie sieht dein Traumrollenspiel aus? Da könnt ihr jetzt natürlich sagen, Land of Shadows, mein eigenes System, ist das Traumrollenspiel. Aber selbst mit dem bin ich nicht zufrieden, weil ich da immer noch was zu mäkeln habe und zu verbessern. Das Schöne ist, ich kann es einfach machen, weil es aus meiner Feder kommt und... muss mich davon niemandem rechtfertigen. Bei allen anderen Systemen muss man dann mit Hausregeln arbeiten. Ja, ich würde sagen, das ist irgendwas Dark Future-mäßiges mit bisschen mystischem Einschlag, wo es irgendwelche Mysterien zu lösen gibt oder auch Science Fiction. Fantasy eher weniger, aber ich will mich nicht auf ein System festlegen an der Stelle und ich glaube nicht unbedingt auf meins. Viel erzählen, wenig würfeln. Und wenn, dann einfache, klare Würfe, Einwurf, ein Ergebnis, möglichst Regeln, die kein Korsett sind, sondern einen Freiraum und Sicherheit bieten. Ich bin tatsächlich mit Cthulhu und D&D gerade sehr zufrieden. Ich bin da ein bisschen speziell. Also ich bin fast auf Kriegsfuß mit sämtlichen Rollenspielsystemen. Weil Systeme mich immer in Regelkorsett zwingt, was ich eigentlich eher als einschränkend empfinde als bereichernd. Deswegen würde ich irgendein System wählen, das möglichst viel Freiraum für immersives Erzählen bietet. Und da kenne ich zum Beispiel das Arcana-Kartensystem aus Engel oder das Cinema-System von rollenhörspiel.de. Ich finde, dass D&D schon unglaublich gut gelungen ist, weil es einfach absolut super viele Freiheiten bietet. Man kann die Lore verwenden, aber es ist auch perfekt dafür, Homebrew-Abenteuer oder alles Mögliche zu homebrewen. Und das gefällt mir ziemlich gut. Außerdem hat es immer noch einen Rollenspiel-Schwerpunkt. Allerdings hat es auch einen starken Kampfschwerpunkt. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich nicht so super toll finde, weil für mich das Rollenspiel häufig das ist, was mir einfach mehr Spaß macht. Deswegen mag ich auch sehr gerne Systeme wie Kult oder generell Powered by the Apocalypse-Systeme, weil die etwas offener sind und der Kampf vielleicht sogar ein bisschen außen vor gelassen werden kann. Für den Horror zum Beispiel. Schwierig. Ich bin da gar nicht auf ein System fixiert, sondern für mich wäre ein generisches System super, womit ich meine eigene Welt bauen kann.
Ich bin unheimlich gerne Geschichtenerzählerin und wenn ich dann eine Gruppe hätte, die sich darauf bereit ist einzulassen und sich aktiv einzubringen, also mit Hintergründen, mit Mitarbeit, mit Ideen für die Welt und alles, ich glaube, dann könnte das so ein richtig cooles Ding werden. Genre wäre natürlich Fantasy.